Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in der DDR. Mein Name ist Michelle Matejczk. Mein Name ist Jens Schöne. Wir sind Mitarbeiter des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten und haben in diesem Zusammenhang im letzten Semester an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Seminar angeboten zur Landwirtschaft und ländlichen Gesellschaft in der DDR. Unser Gedanke war, dass es sinnvoll wäre, wenn die Studienleistungen, die im Rahmen des Semesters entstehen, eben nicht in der Schublade landen, sondern einen langfristigen Mehrwert haben. Deswegen haben vier Studierende mit vier FachhistorikerInnen vier Interviews geführt. Warum vier Interviews? Das lässt sich relativ einfach beschreiben. Die Agrargeschichte der DDR lässt sich in vier Abschnitte unterteilen. Da wäre zunächst die Bodenreform der 1940er Jahre, dann die Kollektivierung in den 50er Jahren, in den 60er, 70er Jahren folgt die Industrialisierung der Landwirtschaft und in den 80er Jahren dann folgt der Niedergang. Vier Abschnitte, vier Interviews, etwas, das es so bisher noch nicht gab und deswegen unser Projekt. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und wünschen jetzt viel Spaß beim Schauen. Herzlich willkommen zu unserer Reihe über die Landwirtschaft in der DDR und wir machen nun weiter mit dem Thema des Spätsozialismus, wenn man so sagen kann, mit den 60ern, 70ern und 80ern weiter. Und ich habe hier zu Gast den Dr. Michael Heinze. Er ist Historiker in Rostock und arbeitet auch bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Herzlich willkommen, Herr Heinz. Ja, vielen Dank. Wir werden uns auf Grundlage Ihrer Dissertation unterhalten, was man, wenn ich so sagen kann, auch als eine Pionierarbeit bezeichnen könnte, da Sie sich so ausführlich mit dieser, wenn man so sagen kann, spätsozialistischen Zeit beschäftigt haben nach der Kollektivierung, den 60ern, 70ern, 80ern in der DDR am Beispiel der Nordbezirke. Ihr Werk heißt ja von Mähdreschern und Musterdörfern, Industrialisierung der DDR-Landwirtschaft und die Wandlung des ländlichen Lebens am Beispiel der Nordbezirke. Ja, und ich würde dann einfach mit der ersten Frage beginnen, was ich mich vor allem frage, auch als Person, die zum Beispiel, ich komme aus Westdeutschland und ich kann mir dieses LPG-System insofern sehr schwer vorstellen, da es ja in der DDR so war, dass zu Beginn, als das Land schon kollektiviert war, ja die LPGs noch geteilt waren in eine LPG, so grob gesagt in eine LPG vom Typ 1 und die LPG vom Typ 3. In der LPG vom Typ 1 war noch die Viehhaltung, die private noch erlaubt. Und später kam es dann in der DDR noch dazu, dass in den 70ern auch noch die Viehwirtschaft und die Feldwirtschaft voneinander getrennt wurden. Und wenn ich mir das alles jetzt praktisch vorstelle, dass es einerseits diese Trennung dieser verschiedenen LPGs gibt, dann auch noch diese Wirtschaftsformen getrennt sind, das kann ich mir so von der verwaltungstechnisch sehr schwer vorstellen. Also wenn ich mir beispielsweise ein Dorf vorstelle, wie ist das, dass es dort dann nur eine LPG von einem bestimmten Typ gibt oder gab es da verschiedene Bewohner und die gehörten verschiedenen LPGs an? Wie kann man sich das vorstellen, vor allem als Person, die das gar nicht kennt? Ja, also der Prozess ist tatsächlich relativ kompliziert und war auch vielen Wandlungen unterworfen. Und gerade wenn wir so die letzten 100 Jahre der Agrargeschichte betrachten, war die Agrarstruktur in Ostdeutschland einem ständigen Wandel unterworfen, insbesondere durch die Verwerfung, die es dann nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, erstmal mit der Bodenreform, also der Auflösung jeglichen Grundbesitzes über 100 Hektar und die Verteilung an Neubauern, dann ab 1952 die Bildung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, was schnell auch in einen zwangsweisen Prozess überging. Das Besondere am Anfang war noch, dass es durchaus mehrere LPGen auch verschiedenen Typs innerhalb eines Dorfes gegeben hat. Die SED war da sehr offen in ihren Methoden, um erstmal überhaupt zu erreichen, dass alle Bauern in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft eintreten oder sie eben zusammen gründen. So kam es dann durchaus vor, dass zum Beispiel eine Familie eine LPG gegründet hat im Dorf, eine andere Familie im Dorf, die mit dieser Familie wieder nicht konnte, dann eine andere LPG gegründet hat. Aber der SED war natürlich klar, dass das kein dauerhafter Zustand ist und man ging dann schnell dazu über, nach dem zwangsweisen Vollzug der Kollektivierung 1960, diese LPG dann zusammenzulegen. Und da hat man dann auch wieder Druck ausgeübt auf die Bäuerinnen und Bauern, sich zusammenzuschließen zu LPG des Typ 3. Also das war der bevorzugte Typ.
den die SED hier anstrebte, mit einer vollkollektivierten Landwirtschaft, also dann ohne eine große individuelle Viehhaltung. Man hat alle Tiere zusammengeführt, genauso wie dann die Ackerwirtschaft und die Grünlandbewirtschaftung, und auch hat man das landwirtschaftliche Gerät zusammengeführt, also auch hier kollektiviert, sodass man dann auch relativ schnell größere LPGen hatte. Das hat dann aber auch noch nicht gereicht. Ab 1963 hat man dann industriemäßige Produktionsmethoden in der Landwirtschaft eingeführt. Das hing auch eng wieder hier mit einem SED-Parteitag zusammen. Und man ging schnell dazu über, dass man sehr, sehr große LPGen gegründet hat oder zusammengelegt hat, die dann schnell mehrere tausend Hektar erreicht haben. Und auch die, ja, das war dann der nächste Prozess. Ab 1965 hat man versucht, Kooperationsgemeinschaften zu bilden. Und aus diesen Kooperationsgemeinschaften sind dann ab Ende der 60er, vor allem aber um das Jahr 1975 rum, wieder kooperative Abteilungen der Pflanzenproduktion entstanden, aus denen dann wieder VIG, also volkseigene Güter bzw. landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Pflanzenproduktion hervorgegangen sind. Und die hatten dann gegen Ende der DDR eine durchschnittliche Größe von 5000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Und das war natürlich gewaltig. In der Bundesrepublik lag die durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche eines Betriebs bei 17 Hektar. Also das sind schon Dimensionen, die man kaum miteinander vergleichen kann, weil das so wirklich extrem unterschiedlich ist. Und auch den LPGen, also den sogenannten Restbetrieben, die brachte man auch schnell dazu, dass sie sich dann auch wieder zusammenschlossen. Also dem blieb dann ja nur noch die Viehhaltung, die hießen dann nur noch LPG-Tierproduktion, sodass sie dann auch sehr schnell sehr groß geworden sind. Also man hat sie mit einer ständigen Wandlung der Betriebe und der Betriebsgrößen zu tun. Ja. Ich würde sogar gerne noch zu einem Themenbereich da einhaken, weil ich würde gerne noch nachfragen zu diesem neuen ökonomischen System der Planung, das Sie jetzt ja vorhin angesprochen hatten, bevor es zu dieser Trennung der verschiedenen Produktionszweige kam. Könnten Sie vielleicht noch erklären, was den LPGs unter diesen Maßnahmen für neue Freiräume zukam? Weil es ging ja darum, die Produktion zu steigern, und es wurden irgendwelche Anreize geschaffen, Produktionsanreize. Könnten Sie dazu vielleicht noch was sagen? Ja, das war ein Projekt von Walter Ulbricht, SED-Staats- und Parteichef, zusammen mit Erich Apel, das neue ökonomische System der Planung und Leitung, kurz NÖSPL genannt oder eben auch NÖS nur abgekürzt. Das beinhaltete im Prinzip in Grenzen marktwirtschaftliche Anreize, möchte ich sie denn doch nennen. Also, dass man stärker auf Leistung geachtet hat bei den Beschäftigten, aber auch bei den Betrieben, und versucht hat, das zu belohnen, um dann über zu höheren Produktionsleistungen zu kommen. Weiterhin wollte man die Verwissenschaftlichung vorantreiben, auch durch dieses Prinzip. Man hat mehr auf Chemisierung natürlich gesetzt, auch auf Mechanisierung der Landwirtschaft, aber dieses Projekt starb dann wieder relativ schnell, auch schon gegen Ende der 60er Jahre, weil sie auch innerhalb der SED hier andere Kräfte durchsetzen konnten, auch unter Günter Mittag und anderen. Gerhard Grüneberg ist hier auch zu nennen als ZK-Sekretär für Landwirtschaft. Zu dem wollte ich auch noch kommen, ja. Dann hörte das dann auch schon schnell wieder auf. Also das war letztlich nur eine kurze Phase vorgeblicher Liberalisierung, möchte ich es mal nennen. Also die LPG hatten nach wie vor natürlich nicht viele Freiheiten und auch nicht die Beschäftigten. Ja. Okay. Weil es auch schwer war, das durchzusetzen. Und zu Gerhard Grüneberg wollte ich nachfragen, also diese Trennung der Viehwirtschaft und der Feldwirtschaft, das ist ja wirklich was ganz Einzigartiges, auch innerhalb der sozialistischen Staaten, meine ich zu glauben. Und deswegen würde mich interessieren, da Sie ja auch in Ihrem Buch ziemlich oft ansprechen, dass das ja vor allem eine Initiative dieses Gerhard Grünebergs war, der ja Landwirtschaftssekretär war, und dass er vor allem dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt zu dieser Trennung kam. Und ich frage mich,
was Ihre Vermutung ist, wie es dann, warum er das so verfolgt hat und wieso kam es in der DDR zu dieser Trennung? Also man folgte gerade in den 60er Jahren einer sehr starken Wissenschaftsgläubigkeit und dass man im Prinzip alles durchautomatisieren könnte und natürliche Prozesse und die Natur an sich auch der Technik und der Wirtschaft unterwerfen kann. Und da passt dieses Programm von Trennung und von Tier- und Pflanzenproduktion auch ein Stück weit rein, weil man dachte, man kann hier die natürlichen Kreisläufe von Pflanze und Tier trennen, um dann zu einer höheren Produktivität auch zu gelangen bei den Betrieben. Man guckte sich die Entwicklung in verschiedenen anderen Ländern an. Dazu gehörte allerdings auch die Sowjetunion, wo man schon auch große landlose Betriebe der industriellen Massentierhaltung hatte, die es allerdings auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gab. Also auch dahin hat man geguckt und hat dann gedacht, das wäre auch ein Prinzip für die DDR. Das könnte man gut umsetzen, um hier nochmal die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Das Hauptziel letztlich war ja immer, die völlige Autarkie der DDR zu erreichen, was die landwirtschaftliche Produktion betrifft, also die Eigenversorgung des Landes mit Nahrungsgütern, und hatte darüber hinaus noch den Anspruch auf Staaten des Ostblocks, also das RGW, darüber hinaus mit bestimmten Produkten versorgen zu wollen. Ja, also, und da klafft natürlich dann auch Anspruch und Wirklichkeit nachher auseinander. Das ja, hing wahrscheinlich relativ eng auch tatsächlich mit Gerhard Grüneberg zusammen, das Ganze. Dem Gerhard Grüneberg gelang es in einer Phase, in der Walter Ulbricht schon im Abschwung gewesen ist, was seine Machtbasis in der SED betraf, nämlich Ende der 60er Jahre bis 1971 hin, seine Ideale in der Landwirtschaft stärker umzusetzen, was dann mit dem Machtwechsel von Ulbricht und Honecker sich nochmal verstärkte. Walter Ulbricht hatte immerhin auch ein Interesse an Landwirtschaft. Er selbst verstand sich als Universalgenie, sah sich in einer Linie mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus und glaubte, er kann überall zu seinen Senf beitragen und sich auch direkt einmischen. Das war bei Erich Honecker ein bisschen anders. Der hatte nicht so ein großes Interesse an Landwirtschaft. Und da Gerhard Grüneberg nicht als Freund von Walter Ulbricht galt, kam das auch noch hinzu, dass Erich Honecker ihn ab 1971 dann noch stärker schalten und walten ließ im Bereich der Landwirtschaft und er sich hier mit seinen Anhängern durchsetzen konnte bei der Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion, die dann ja so richtig erst 1975 in der vollständigen betrieblichen Trennung zwischen T und P, also Tier- und Pflanzenproduktion, dann auch endete. In diese Zeit fällt ja auch, wenn ich jetzt das, im Buch erwähnen Sie auch, dass in diese Zeit, Mitte der 70er, fällt ja auch die Zeit, dass die LPG vom Typ 1 schon komplett, fast komplett liquidiert ist, zu dem Zeitpunkt, dass wirklich schon alle LPGs zum Typ 3 übergegangen sind. Ich glaube, das hat bestimmt auch einen Zusammenhang damit, nicht? Weil es gab ja so Vorstufen, es gab ja schon so Kooperationsverbände der Pflanzenproduktion, die dann zu LPGs vom Typ Pflanzenproduktion wurden. Ja, also das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen. Der Widerstand in den LPG Typ 3 war nachher weniger stark als in den LPG Typ 1. Den LPG Typ 1 versammelten sich ja oft ehemals wirtschaftsstarke Mittel- und Großbauern, die oft mit einer großen bäuerlichen Tradition, die teilweise Jahrhunderte zurückreichte, in den Betrieb kamen, auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und dann diese LPG auch dominiert haben vom LPG Typ 1. Und das änderte sich dann eben schnell durch diesen vollkollektivierten Typ 3, wo auch immer mehr die SED hineinregierte, wo die Ideale einer innergenossenschaftlichen Demokratie schnell konterkariert wurden. Das heißt, die Mitglieder der LPG hatten dort zunehmend weniger zu sagen und die Geschicke wurden dann zunehmend von außen gesteuert durch die Räte der Kreise, durch die SED-Kreisleitung, durch die Parteisekretäre und die LPG-Vorsitzenden, die zu diesem Zeitpunkt oft auch schon von außerhalb kamen, als Hoch- und Fachschulkader. Ja, also man war schon sehr bestrebt danach, hier auch einen Elitenaustausch durchzuführen.
Und diese Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion stieß dann tatsächlich auch auf weniger Widerstand, als es bei der Kollektivierung gewesen ist. Die Bauern und Bäuerinnen hatten schon mal gesehen, wie die SED Widerstand schnell brechen kann. Insofern war hier auch einfach nicht mehr der Glaube vorhanden, dass man sich hier dieser Entwicklung wirksam entgegenstemmen kann. Und so war es dann ja letztlich auch. Viele hatten auch schon die Epigenen verlassen, hatten sich einen anderen Job gesucht oder sind bis 1961 auch in den Westen geflohen. Das kam auch noch hinzu. Ja, das mit dem Austritt aus der LPG finde ich ganz interessant insofern, dass Sie erwähnen, dass man eigentlich nicht direkt aus der LPG einfach austreten durfte, sondern dafür bedurfte es auch einer Erlaubnis der Vollversammlung der LPGs. Und ich frage mich insofern, es gab ja anscheinend so einen Kontrollmechanismus, dass die Menschen nicht einfach aus den LPGs austreten sollten, aber anscheinend wurde das doch häufig genehmigt, wenn die Leute trotzdem, wenn es diese Urbanisierungsprozesse gab. Ja. Also wurde das eher toleriert, dass... Zum Teil, wenn Leute geflohen sind, haben sie vorher natürlich nicht gefragt, ob sie aus der LPG austreten dürfen, dann sind sie einfach gegangen, weil alles andere wäre natürlich gefährlich gewesen, also sie wären dann sofort auch verhaftet worden. Ja, genau. Und viele landwirtschaftlich Beschäftigte haben dann auch zu dem Hilfsmittel gegriffen, dass sie sich haben invalidisieren lassen, dass sie in Rente gegangen sind, auch schon frühzeitig. Andererseits war es natürlich auch so, dass es für LPG schwierig war, Leute zu halten, die aus der LPG unbedingt austreten wollen. Also solche Beschäftigten sind natürlich letztlich nicht mehr motiviert und Reisende sind schwer aufzuhalten. Insofern, ja, wie gesagt, konnte man natürlich auch schon aus den LPG austreten, wenn man den entsprechenden Druck auch aufgebaut hat. Ja, ich denke, das war bestimmt sowieso so ein bisschen im Konflikt auch von Seiten der DDR, da das ja auch diese Zeit der Fortschrittsgläubigkeit war. Und ich denke, zum Teil wurden ja auch Urbanisierungsprozesse bestimmt auch einerseits unterstützt. Aber andererseits, wie war das Verhältnis dieser SED zum Land? Man wollte ja irgendwie die Arbeiter auch dort erhalten, aber ja. Ich weiß nicht, wer da bevorzugt wurde sozusagen, wahrscheinlich eher die Stadtbewohner. Also die traditionelle Machtbasis der Kommunisten liegt ja eigentlich in der Stadt, weniger auf dem Land. Es gab zwar auch immer Kommunisten unter den Landarbeitern, aber die stellten eben auch nicht die Masse der Bevölkerung dar. Für die SED war es dann auch schwieriger, unter den Bauern und Bäuerinnen Fuß zu fassen, dort Mitglieder zu gewinnen und vor allem überzeugte Mitglieder zu gewinnen, die ihre Politik auch umsetzen wollen. Die DDR hat sich zwar selbst als Arbeiter- und Bauernstaat bezeichnet, letztlich hatte und sollte aber die Arbeiterklasse führend sein. Insofern hat man immer ein bisschen auch den Bäuerinnen und Bauern oder der Klasse der Genossenschaftsbauern, wie es dann hieß, etwas misstraut. Es gab auch verschiedene Programme in den 50er Jahren, auch teilweise noch in den 60er Jahren, um Industriearbeiter aufs Land zu holen. Fand ein Migrationsprozess innerhalb der DDR auch statt. Man hat dann Industriearbeiter und Industriearbeiterinnen aus den südlichen Bezirken zum Beispiel versucht, in den Norden zu holen und hatte dabei auch die Vorstellung, nicht nur, dass sie hier mit ihrer Arbeitskraft helfen, sondern dass sie auch einen höheren Bewusstseinsstand als die Bäuerinnen und Bauern haben und so dann progressiv im Sinne der SED auf diese Bäuerinnen und Bauern einwirken. Das ist wahrscheinlich nicht so gut angekommen dort auf dem Land. Ja, das war eher schwierig, sagen wir es mal so. Da haben natürlich Dialektgrenzen auch eine Rolle gespielt. Auch im Norden hat man eher die plattdeutsche Sprache gesprochen, wenn dann nun eine Sächsin oder Sachse herkam oder Berlinerin. Hatte man es eher schon schwieriger auf dem Land. Das waren auch oft Leute, die dann schnell wieder gegangen sind aus der Landwirtschaft, wenn sie ihren Zeitvertrag dort erfüllt haben. Dann sind sie oft in die Städte weitergewandert. Andererseits hat man dann auch über die Lenkung von Hoch- und Fachschulkadern erreicht, dass viele LPG-Vorsitzende zum Beispiel aus anderen Bezirken kamen, auch aus nicht immer unbedingt Bauernkinder gewesen sind und sollten dann so die LPG hier auch bewusstseinsmäßig voranbringen, in Anführungszeichen immer gedacht.
Ich hätte noch eine Frage zu, wieder wenn wir wieder zur Trennung kommen, dieser verschiedenen LPG-Formen, fand ich interessant, dass Sie erwähnen, dass es anscheinend attraktiver war, in der Pflanzenproduktion zu arbeiten. Zugleich, wenn man sich die Statistiken anguckt, die Sie da so in Ihrem Buch eingefügt haben, die den Zeitverlauf zeigen von 65 bis in die 80er, wie sich das prozentual verhält, wer in welchen LPGs ist oder ja, wo die Landbevölkerung arbeitet, da sieht man, dass trotzdem die Tierproduktion prozentual zunimmt und später auch in den 80ern schon die Pflanzenproduktion sogar überholt. Und es gab ja auch diese großen Mastanlagen und die DDR hat auch Fleisch in den Westen exportiert. Und ich frage mich, ob es da vielleicht so in der Tierproduktion vielleicht doch irgendwelche prestigereichen Arbeitsplätze gab oder wie ist das sozusagen zu erklären, dass trotzdem die Fleischproduktion die Pflanzenproduktion überholt hat? Also für jüngere Leute war es oft attraktiver, in Stellen der industriellen Massentierhaltung zu arbeiten, weil ihnen dort ein begrenzter Arbeitstag angeboten wurde, nicht mehr der gebrochene Arbeitstag wie früher in den alten Stellen, wo man morgens gearbeitet hat und dann gegen Abend nochmal über Stunden, sondern man hatte hier seinen 8- oder 9-Stunden-Tag, wo man dann gearbeitet hat, man hat sich ausgelockt in der LPG oder in der Milchviehanlage und konnte dann schön nach Hause gehen und hatte dann seinen Feierabend. Und es gab einen Schichtbetrieb, es gab auch mal freie Wochenenden für die Beschäftigten und insofern waren dort die Arbeitsbedingungen oft besser als in diesen ganz alten Stellen, wo man viel mit Forke, Kippe und Karre arbeiten musste, also nach dem sogenannten FKK-Prinzip. Und das war natürlich eine unheimlich schwere Arbeit, die die Gesundheit der Menschen, die dort schuften mussten, oft auch kaputt gemacht hat über die Jahrzehnte. Das war in den industriellen Massentierhaltungsstellen eher dann oft nicht mehr so der Fall. Dort konnten sich die Leute eher vorstellen, auch zu arbeiten. Die LPG haben diesen jungen Leuten dann oft auch Wohnraum zur Verfügung stellen können, in neu errichteten Wohnblöcken, was heiß begehrt war. Oder manchmal sogar mit Eigenheim. Es gab ja auch diese speziellen 80er Jahren. Es gab ja auch diese speziellen Agrostädte, nicht? Zum Beispiel war das nicht Ferdinandshof, was Sie da so als Beispiel. Ja. Genau, also Ferdinandshof war und auch Dedelow waren hier Musterdörfer neuen Typs, die alte Musterdörfer wie Mestlin ablösten. Also dort hat man dann auch Plattenbau errichtet, die man sonst in den Städten gefunden hat, in den Großstädten und hat dort hat Kaufhallen errichtet und Kindergärten und Schulen, sodass das eher fast schon Kleinstädte waren als Dörfer. Also die haben ihren dörflichen Charakter verloren. Das sieht man auch sehr schön in der Politbüro-Vorlage zu diesen beiden Dörfern. Da hat eigens das SED-Politbüro zu beraten. Und dort steht dann auch drin, dass der mit dem feudalen Charakter gebrochen werden soll. Ja. Also der noch vorhanden war durch Gutshäuser etc. Und das hat man komplett alles umgebaut. Ja. Mich würde jetzt auch noch bei diesen neu errichteten speziellen Städten, da Sie auch sagen, das waren so neue Musterstädte, so eine Art neuer Dorftypus, neue Dorfgemeinschaft sollte dort entstehen. Und deswegen fände ich interessant, war die Bevölkerung, die in diese neuen Städte kam, waren das eher Stadt Menschen, die aufs Land angeworben wurden oder waren das eher Bevölkerungsgruppen aus den umliegenden Dörfern, die in so neue Städte zusammengefasst wurden? Also das müsste man tatsächlich mal soziologisch untersuchen. Das hat bisher noch nicht stattgefunden. Mein Eindruck ist hier aber, dass doch eine relativ große Durchmischung stattgefunden hat von Kindern, also von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort dann ihre Ausbildung aufgenommen haben, zum einen aus der Umgebung von dieser Einrichtung, andererseits auch durchaus viele Leute aus anderen Bezirken gekommen sind, die dann gelockt wurden, eben durch die Vergünstigung, die die LPG so anbieten konnte, wie Eigenheim etc., Ferienplätze. Oft war die Landluft ja auch bedeutend besser als in den Städten. Das darf man auch nicht unterschlagen. Ja, also gerade wenn man aus den Industriegebieten Mitteldeutschlands und Südostdeutschlands gekommen ist, litten die Menschen ja oft unter einer hohen Luftbelastung durch schädliche
Abgase der Industrie und auch ihre Kinder hatten damit zum Teil zu kämpfen. Deswegen weiß ich auch von einigen Fällen, wo die Leute dezidiert wegen der besseren Luft dann tatsächlich hier Richtung Norden und auch aufs Land gekommen sind, um den Industriegiftgasen zu entfliehen. Also die Motive waren da schon sehr, sehr unterschiedlich, aber generell hat eine ziemliche Durchmischung der ländlichen Bevölkerung auf dieser Weise stattgefunden. Und bei solchen Dorfgemeinschaften, weil meistens diese speziellen neuen sozialistischen Agrardörfer, die waren ja wahrscheinlich meistens auf einen großen Betrieb ausgerichtet, zum Beispiel eben auf die Tierproduktion oder auf die Pflanzenproduktion. Und ich frage mich, was sollte ich jetzt fragen? Ja, in so Dörfern, in denen das gemischt war, wenn es diese Bevorzugung der Pflanzenproduktion gab, wie funktionierte das eigentlich mit der Selektion, zum Beispiel mit der jüngeren Generation? Wie entschied sich, wer in welchem Bereich arbeitet? Ja. Also die Kinder von Bauernfamilien sind oft nach der Kollektivierung abgewandert in die Städte, in andere Wirtschaftsbereiche. Arbeitskräfte wurden ja überall gesucht, auch in der DDR. Und insofern hatte man da auch große Chancen, da in einem anderen Bereich etwas zu finden tatsächlich. Ansonsten, ja, war das in den Familien auch schon so, dass die Familienmitglieder dann zum Teil in unterschiedlichen RPGen arbeiteten, gerade mit der Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion. Und die Arbeitsbeziehungen waren oft relativ konfliktreich zwischen LBGT und LBGP. Und somit zogen sich da teilweise Risse auch durch die Familien, ja. Weil die Futterversorgung bei der Pflanzenproduktion, also von Seiten der Pflanzenproduktion Richtung der Tierproduzenten, oft auch nicht mehr ausreichte. Also es gab natürlich LBGen, die haben ihre Tierproduzenten sehr gut versorgt. Andererseits war es wirtschaftlich unattraktiv, Futter zu produzieren. Die LBG-Pflanzenproduktion haben lieber Getreide oder anderes produziert für Nahrungsmittel anstatt Futter, weil das einfach ertragreicher war. Man hat dadurch mehr Geld eingenommen, man konnte ein bisschen mehr Rücklage bilden und man konnte seinen Beschäftigten dann auch mehr zahlen an Gehalt. Und das war dann durchaus schon attraktiv. Deswegen war es auch oft dann attraktiver für die Menschen in der Pflanzenproduktion zu arbeiten. Hinzu kam, dass dort oft bessere Arbeitsbedingungen als in der LBG-Tierproduktion herrschten. Letztlich konnte nur ein Bruchteil des Viehs in industriellen Massentierhaltungsstellen untergebracht werden, wie 2000er Milchviehanlagen oder 20.000er Schweinemastanlagen. Rund 90-80% des Viehs in der DDR stand weiter in herkömmlichen Stellen. Das heißt, wo immer noch viel Handarbeit erforderlich war. Und da war es natürlich schwierig, jüngere Leute zu finden, die sich da vorstellen konnten zu arbeiten. Ja. Und die Älteren litten immer mehr auch unter einem Verschleiß. Es mangelte an Investitionen, wurden wenig modernisiert. Das heißt, es war an diesen Stellen im Winter auch oft kalt, im Sommer brütend heiß. Und ja, insofern waren die Arbeitsbedingungen hier in der Landwirtschaft schon sehr, sehr unterschiedlich. In den älteren Stellen, das kommt auch noch dazu, war der Frauenanteil sehr hoch. Also dort arbeiteten in der Masse vor allem Frauen, die dann natürlich auch besonders zu leiden hatten unter den schweren Arbeitsbedingungen. Ja. Männer gingen prozentual eher häufiger in die Pflanzenproduktion. Wurden dann da zum Beispiel Mähdrescherführer oder Traktorist und so. Es gab natürlich auch Frauen, die diesen Beruf ausgeübt haben, aber in der Masse waren es dann trotzdem Männer. Also dass es auch hier weiter zu einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung gekommen ist, die ja schon traditionell war in der Landwirtschaft über Jahrhunderte, aber der DDR ist es eben nicht gelungen, das zu brechen. Vielleicht, ich würde vielleicht noch kurz gerne erwähnen wollen, es war ja dann so, dass ich eigentlich die Landwirtschaft auch ein bisschen so ins Private verlagert hat. Und das wurde dann auch gerade in den 80ern wieder gefördert, dass man sich da seinen eigenen Privathof, seine kleine Privatwirtschaft erhalten durfte und dass die Bevölkerung vor allem dort ihre Arbeit gern investiert hat. Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen. Ja,
Also die LBG-Statute, auch das Statut für die LBG Typ 3, also für die vollgenossenschaftliche LBG, erlaubte es den Mitgliedern, eine individuelle Hauswirtschaft zu führen. Das heißt, eine bestimmte Anzahl an Tieren zu halten, wie Schweine, Kühe, Bullen, Hühner, Gänse, alles, was man sich so vorstellen kann. Und zudem stand ihnen die Bewirtschaftung von 0,5 Hektar Land zu oder die Erträge daraus. Und mit dieser individuellen Landwirtschaft konnte man schnell sehr viel Geld verdienen. Also wenn man ein gemästetes Schwein abgegeben hat, hat man so ungefähr 1.000 Mark bekommen. Also das war schon mehr auch als ein Monatslohn. Und wenn man es geschafft hat, dann pro Jahr vielleicht 10 oder 20 Schweine abzugeben, dann konnte man seinen Lohn schnell auch oft mehr als verdoppeln. Oder ein Bulle hat zum Beispiel 8.000 bis 10.000 Mark gebracht in der Mästung. Also das war alles hochattraktiv. Und ab Ende der 70er Jahre ist die SED dazu übergegangen, diesen privaten Bereich der Landwirtschaft, also die individuellen Hauswirtschaften, verstärkt zu fördern, weil immer klarer wurde, dass mit dieser hochspezialisierten industriellen Landwirtschaft, wie man sie nun geschaffen hatte mit der Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion, nicht in der Lage ist, die DDR voll zu versorgen mit Lebensmitteln. Zum Beispiel kam 90% des Kaninchenfleisches aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, auch 60% der Eier. Also das war schon ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Faktor, auf den die SED dann schlussendlich nicht mehr verzichten wollte. Wie gesagt, hat man das dann mehr gefördert und noch mehr Leute haben dann eben auf dieses Pferd gesetzt und sich auf die individuelle Hauswirtschaft gestützt und die Arbeit in der LBG ja auch ein bisschen als Nebenerwerb betrachtet. Ja, also das war schon teilweise ein bisschen kurios. Man hat sich dann Futter besorgt von der LBG, auch aus den Läden. Es gab zum Beispiel das Phänomen, dass Bäuerinnen und Bauern massenhaft auch Brot aufgekauft haben bei den Bäckereien und das dann an ihre Schweine zum Beispiel verfüttert haben, weil Brot noch billiger war als Getreide, ja, durch diese staatliche Subventionierung. Das war Erich Honecker total wichtig, dass ein Brot sehr wenig Geld kostet. Man durfte diesen Preis nicht anheben. Da gab es immer wieder Diskussionen drüber. Aber da führte bei ihm halt kein Weg vorbei, mit dem Ergebnis, dass eben da tausende Brote pro Tag über den Ladentisch gegangen sind in der DDR für Schweine. Mich würde auch noch interessieren, wie würden Sie einschätzen, was war eigentlich so der prestigeträchtigste Arbeitsplatz innerhalb der DDR-Landwirtschaft? Wenn schon in der Landwirtschaft, dann wo wollte man am ehesten arbeiten? Ja, also hinter mir sehen wir ein Foto vom Mähdrescher. Also das war zum Beispiel schon natürlich auch attraktiv und prestigereich, auf einem Mähdrescher zu sitzen und hier über den Acker zu fahren und die Ernte einzufahren. Das war schon oft ein guter Job. Also es ist der DDR ja auch gelungen, hier in den 60er Jahren noch Mähdrescher einzuführen, die einigermaßen auf dem Stand der Welttechnik gewesen sind. Die veralterten dann zunehmend. In den 80er Jahren war es dann schon nicht mehr so, dass es Weststandard hatte. Aber da war es schon auch auf jeden Fall attraktiv, ein attraktiver Arbeitsplatz. Was jetzt die Viehhaltung betrifft, war zum Beispiel auch prestigereich aus meiner Sicht der Beruf eines Melkers oder einer Melkerin. Ja. Das waren Fachkräfte, die musste man gut ausbilden, die musste man finden. Man brauchte zuverlässige Leute dafür, die eben auch einfach immer auch am Arbeitsplatz sind, wenn sie es sein sollen, die sehr sauber sind und sehr gewissenhaft, weil der direkte Umgang mit den Eutern der Kühe sehr, sehr sensibel ist. Und wenn man das nicht richtig macht, schnell dazu führen kann, dass Kühe krank werden und dann drohen sehr schnell auch wirtschaftliche Verluste. Insofern haben Melkerinnen und Melker auch sehr viel verdient in der DDR. Also ich kenne das noch aus quasi meiner Heimat-LPG, wo die guten Melkerinnen und Melker zum Teil mehr verdient haben, auch als der LPG-Vorsitzende. Durch Nacht- und Feiertagszuschläge kam da natürlich auch noch ein bisschen was oben mit drauf. Und wie gesagt, der LPG war es dann auch sehr wichtig, so eine Leute einfach im Betrieb zu halten, mit denen man gut arbeiten konnte.
Der Süden, die südlichen LPGs, der Süden war, glaube ich, wohlhabender etwas als der Norden. Oder kommt das nur in Ihrem Buch so rüber? Bei mir kam das so. Ja. Rüber, ja. Also tatsächlich war der Anteil an LPG mit dem sogenannten noch niedrigen Produktionsniveau, NPN, LPG, im Norden um einiges größer als im Süden. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass der bäuerliche Sachverstand einfach im Süden in der breiteren Masse vorhanden gewesen ist. Der Norden war bis 1945 vor allem durch landwirtschaftliche Güter geprägt, durch Großgüter, wo eine sehr hohe Spezialisierung geherrscht hat, mit Landarbeitern, mit Schweizern, die die Kühe gehalten haben, etc. Und die Bäuerinnen und Bauern des Südens hatten da oft einen größeren Überblick. Sie haben für sich selbst gearbeitet und wussten auch oft sehr viel. Hinzu kam dann dieser Brain Drain mit der Fluchtbewegung bis 1961. Und zum Teil hat es natürlich auch ein bisschen was mit den Böden zu tun. Ja. Also es richtete sich ja auch immer noch danach, wie gut der Boden war, wo man dann gearbeitet hat. Ob das nur Sandböden gewesen sind oder sehr gute Böden wie in der Magdeburger Börde. Das waren dann schon, das war schon ein bisschen anderer Schnack. Ja. Und im Norden kam auch noch hinzu, dass hier ein bisschen weniger Niederschläge auch gefallen sind als im Süden. Das ist tatsächlich auch immer noch so. Ja. Bedingt durch die Zeit, ich würde gerne, eigentlich könnte ich noch mehr weitere Fragen stellen, aber ich denke, wir müssen jetzt zu einem Schluss kommen, zeitlich her. Und was könnte man schön als Schlusswort sagen? Könnte man sagen, dass das Projekt der Landwirtschaft in der DDR eher gescheitert ist oder in manchen Bereichen, wenn man es also auch die Entwicklung heute sieht, was ist sozusagen das Erbe dieser DDR-Landwirtschaft? Vielleicht können wir das so abschließen. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass die Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion und das Konzept der Industrialisierung nicht auf die Bedingungen der DDR angepasst gewesen ist. Es hat gefehlt an vielen Produktionsmitteln, teilweise auch an Know-how, sodass sich das dann letztendlich negativ auch ausgewirkt hat auf die Ertragslage in der Landwirtschaft. Man wurde auch abgehängt durch andere sozialistische Staaten, wie zum Beispiel Ungarn und die Tschechoslowakei. Und das war schon ein harter Schlag auch für die SED-Agrarpolitik. Und deswegen kam es dann ja auch zu Beginn der 1980er Jahre hier zu personellen Wechseln, die das Ruder aber eben nicht mehr rumreißen konnten. Die Produktionsmittelzuführung in der Landwirtschaft hat, wie in allen Wirtschaftsbereichen in der DDR, in den 1980er Jahren nicht mehr ausgereicht, auch was die Chemisierung betrifft. Insofern konnten die LPG nicht so gut wirtschaften, wie sie es vielleicht sonst in der Lage gewesen wären. Das hat man dann auch nach 1989 gesehen, wo die Erträge quasi geradezu explodiert sind, ja, auf dem Gebiet der neuen Bundesländer mit einer unbegrenzten Zufuhr von Produktionsmitteln, von Saatgut, von Maschinen, von Agrochemie. Ja. Und außerdem waren diese landwirtschaftlichen Großbetriebe, die die SED hier geschaffen hat, auch gut angepasst auf den europäischen Markt, auf die Förderrichtlinien der EU, sodass diese Großbetriebe, die aus den LPG hervorgegangen sind, bisher heute große Vorteile genießen. Und heute, wie gesagt, steht ihnen auch die Technik zur Verfügung, die sie damals eben nicht gehabt haben. Ja, danke für das Schlusswort und danke, dass Sie da waren, Herr Dr. Heinz. Ja. Und jetzt, ja, ich hoffe auch für die Zuschauer, dass das Video neue Erkenntnisse gebracht hat. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das würde mich freuen. Gerne. Wiedersehen.